How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 8. Episode von How to Make It. Heute beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Marketing und Promotion. Wir schauen uns die Entwicklungen im Musikmarkt an, sprechen über einfache Dinge, die du umsetzen kannst, um deine Reichweite zu steigern, vergleichen die verschiedenen Streaming-Dienste und reden über Promoter und vieles mehr. Eine Folge vollgepackt mit Informationen und praktischen Tipps für dich. Also viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich Michael Schur zu Gast. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von ArtistMS, wo er diverse Dienstleistungen in Sachen Marketing und Promotion für Musiker anbietet. Und das auch sehr erfolgreich, denn er konnte schon zahlreiche Charterfolge verbuchen. Auch ich habe bereits erfolgreich mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Wenn es um Promotion geht, ist er ein absoluter Profi. Ich freue mich also sehr, dass er sich die Zeit hierfür nimmt. Herzlich willkommen, Michael Schur. Hallo Yannick, grüß dich. Grüß dich. Vielleicht magst du anfangs einmal kurz erklären, was du bzw. ihr so genau macht. Was ist dein Daily Business sozusagen? Also unser Daily Business, wenn man auf Details gehen will, kann man unter artistms.com in unseren FAQs so natürlich nachschauen, wie das Portfolio en Detail aussieht. Mhm. Aber to keep a long story short, wir sind im Schwerpunkt fokussiert auf Product Management national und international, und wir machen relativ viel digitales Marketing mit der Spannweite von Social Media über YouTube und haben auch unseren eigenen Userlisten-Kosmos, was Streaminglisten angeht bei Spotify. Mhm. Kleine Sachen bei dieser an Listen, aber im Schwerpunkt konzentrieren wir uns hier auf Spotify, um unsere Listen von Moodlisten über Genrelisten natürlich nach außen zu tragen und die Möglichkeiten durch Platzierungen weiter auszubauen für Bands oder Solomusiker, deren Musik uns zusagt. Okay, super. Vielleicht, um da gleich mal so ein bisschen einzusteigen, wie siehst du persönlich so ein bisschen die Entwicklungen im Musikmarkt? Streaming übernimmt die Vorherrschaft, CDs gehen super stark zurück, Live-Geschäft ist eigentlich mit die wichtigste Einnahmequelle, jetzt aktuell natürlich nicht. Wie siehst du da so ein bisschen, wie schätzt du das ein? Das Digitale wird sicherlich weiter wachsen. In Corona-Zeiten umso wichtiger, weil eben, wie du richtigerweise sagst, live ja dann auch wegbricht, aktuell zumindest. Hoffentlich ändert sich das bald wieder. Sehe ich die Chance, aus gutem Digital-Marketing von YouTube über Social Media bis zum Streaming, vor allem basierend darauf, dass die meisten DSPs ja auf algorithmischen Funktionen funktionieren, mhm, in der Breite der Portale, die man bearbeiten kann, wenn man das richtig macht, richtig ansetzt, hier generelles Wachstum zu kreieren, unabhängig von dem, ob man auf der Bühne ist oder nicht. Ja. Und dazu sind einfach die Pfeiler Social Media, Streaming, YouTube, eben unser Portfolio, auf das wir uns primär konzentrieren, neben dem Product Management, als die Bereiche, wo man auf alle gleich großen Wert setzen sollte. Mhm. Denn wenn man plattformübergreifend Wachstum generiert, wird sich das am Ende des Tages algorithmisch positiv für die Themen auswirken. Okay, das heißt, es geht digital weiter, wird sich auch noch stärker in die Richtung entwickeln, und du glaubst auch, dass jetzt einfach jeder digital unterwegs sein muss, kann man, glaube ich, schon so sagen, um entsprechend Reichweite aufzubauen. Sehr gut. Genau, da beißt die Maus keinen Faden ab. Natürlich, sobald es wieder Tonträgerverkäufe im Live-Bereich gibt, da braucht man nicht reden, Tonträgerverkäufe physischer Art generieren natürlich auf einen Schlag natürlich mehr Erlöse als viele, viele Streams, mhm, viele, viele Videoaufrufe und so weiter und so fort. Unsere Philosophie ist, wenn es möglich ist, perfekterweise Off- und Online-Aktivitäten zu verbinden, um daraus eben nicht nur algorithmisch sich zu entwickeln, sondern auch Synergien zu erzielen. Und ich bezeichne diese Synergien aus Off- und Online-Marketing eigentlich immer gern dann als Wachstum. Okay. Vielleicht, um gleich mal so ein bisschen in die
in die Praxis sozusagen zu gehen. Hast du so ein paar generelle Tipps irgendwie, auf was Musiker achten sollten, um sich selbst irgendwie bestmöglich zu vermarkten, die Reichweite zu steigern, so ein paar einfache Sachen, die man einfach schnell umsetzen kann, auf was man so die Basis schaffen sozusagen. Genau, die Basis ist ja immer das Entscheidende, und je stabiler man die Basis aufstellt, umso stabiler kann das Wachstum erfolgen. Deswegen ist es wichtig, sowohl von Social Media bis zum Streaming, bis zu YouTube, seine Kanäle ständig aktualisiert zu halten, zu optimieren, Möglichkeiten von Link-Einbindungen, ob das zu seinen eigenen Social Media Channels ist, wie bei YouTube, oder ob das ist, meine eigene Playlisten zu erstellen, wie Artist Pick bei Spotify, gut setzbar. Diese Sachen darf man nicht außer Acht lassen. Es ist enorm wichtig, dass die Felder, die befüllbar sind, auch jetzt mal aus Computersicht, lieber mit einer 1 statt mit einer 0 zu befüllen. Und immer wieder der Tipp, das schreibt auf Spotify, man braucht bloß in Spotify for Artists schauen, da steht dann immer drin, you've got an upcoming release, please update your biography und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich wichtig und kann jeder als Hausarbeit immer machen, das zu aktualisieren. Denn wenn die Profile untereinander aktualisiert sind, immer, wenn man auch die Möglichkeiten von Spotify for Artists oder Apple Music mit Artist-Optimierungen angeht, sprich das, was jetzt Spotify mit Spotify for Artists anbietet, bieten ja auch zum Beispiel dieser noch in der Beta-Version jetzt in der Entwicklung an, dass man immer auch schaut, wo rührt sich was natürlich, denn wo etwas zuckt, kann man nachlegen, kann das zum Beispiel dann auch, wenn man auf Listen landet, denn die Möglichkeiten sind ja hier grenzenlos im wahrsten Sinne des Wortes, sollte man das immer gleich auch ausschlachten als Newsfeeds. Ja? Und somit kriegt man Kreisel rein, wenn man das, was passiert, auch Konzerttermine, auch vielleicht eine physische Veröffentlichung, gute Interviews, die man hat oder so, füttere das immer zwischen off und oder spanne den Bogen aus online und offline und nutze dadurch immer die Newsfeed-Möglichkeiten in die eigene Community. Man sollte auch anregen, wie soll ich sagen, man sollte auch seine Community mehr anregen in puncto Conversion, dass man hier Aktivität reinkriegt, denn bloße Zahlen sind nicht das Entscheidende, sondern die Conversion Rate wird entscheidend sein. Auch Instagram, die ja vorhaben, sogar die Followerzahlen wegfallen zu lassen nach außen, setzt auf die Pferde wie Conversion. Aktivität, sprich in der Community, geht am besten eigentlich immer damit, wenn man nicht nur immer fordert von seinen Fans, sondern auch mal etwas gibt. Ja? Dass man von mir aus mal Aktionen macht, wo man Titel verschenkt für Abos, was auch immer. Auf alle Fälle geben und nehmen ist hier wichtig. Und das führt dann sicherlich zu Wachstum. Und wenn man dann auch sowas beachtet, dass zum Beispiel Bewegtbilder oder Bilder, auch natürlich Standbilder, immer mehr Reichweite erzielen werden wie purer Text. Und diese Spielchen beachtet, dass immer wenn was passiert, dass man auch die Community füttert damit mit den News. Ja? Entsprechend der umgeschriebenen Gesetze, die Social-Media-Kanäle zum Beispiel haben. Facebook sollte man jetzt zum Beispiel nicht täglich was machen, sondern von mir aus zweimal in der Woche nur. Bei Instagram kannst du täglich was machen, bei Twitter kannst du was täglich machen. Dann kann man hier, ohne dass man Geld investiert, immer mit der Berücksichtigung aktualisierte Profile, guten Content kreieren, denn so dumm es klingt, man sagt ja immer, Content is King, ist es leider die Wahrheit. Content is King. Und auch wenn das kleine Schritte oft sind, aber diese kleinen Schritte führen definitiv zu Wachstum. Man kann nur halt nicht immer vorhersagen, wie schnell ist das Wachstum, wie groß. Aber man kann diese Rädchen andrehen und dann natürlich auch mit ein bisschen, wenn man das alles so beachtet, mit optimierten Profilen, mit guten Postings, mit richtigen Markierungen, dann wird es über die bisherigen Tellerränder hinauswachsen.
Es ist eben nur nicht kalkulierbar, was passiert wie. Es ist ja theoretisch alles möglich. Plötzlich rutschst du irgendwo rein in eine größere Liste, Userliste oder kuratierte Liste. Und plötzlich hat man dann natürlich in Anführungszeichen Quanten-Sprünge. Du hattest super viel schon angesprochen. Jetzt vielleicht kann man da so ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber vorab eine persönliche Frage. Wie siehst du selbst die verschiedenen Streaming-Dienste? Also sollte man sich, klar, Spotify ist so ein bisschen der Platzhirsch und geht mit Algorithmen auch ganz stark irgendwie in die mehr oder weniger Richtung, jeder kann es auf der Plattform schaffen. Sollte man sich auf Spotify fokussieren oder spielen Apple Music, Deezer und Co. auch eine wichtige Rolle in deinen Augen? Ich würde alle berücksichtigen. Ich würde alle berücksichtigen, denn so als kleiner Seitenvermerk, es gibt ja auch Messinstrumente. Beispiel chartmetric.com, das in der Premium-Version sehr teuer ist, muss man sagen, monatlich von den Kosten. Aber in der Basisversion gratis für jeden nutzbar ist, kann man sehen, wo, in welchem Profil man wie wächst. Und was hier auch ersichtlich ganz klar ist, es gibt mittlerweile sogar Koeffizienten über das Cross-Plattform-Verhalten. Da gibt es sogar einen CPP-Wert, Cross-per-Plattform, wo man sehen kann im Vergleich zu anderen Marken, wo steht man denn eigentlich? Und wenn man hier Entwicklungen nach oben sieht, sieht man auch, vom Ranking meine ich her jetzt, sieht man auch, dass man die Dinge richtig macht. Und wenn man in solchen Messinstrumenten, die alle Plattformen berücksichtigen, dann auch erkennt, okay, da haben wir jetzt von mir aus einen Follower-Verlust bei Facebook oder bei Twitter tut sich seit Wochen nichts, dann muss man schauen, dass man all die Teilen halt dann überlegt, hier explizit auf die Kanäle, die ein bisschen nachhinken, anschiebt. Natürlich ist Spotify Marktführer, zumindest in Europa. In Amerika ist es ja das Wettrennen mit Apple schon ein bisschen spannender als bei uns hier. Ja. Aber ich würde per se natürlich das Hauptaugenmerk auf Spotify richten, aber ich würde immer versuchen, auch beim Posting kann man das machen. Man muss ja nicht immer auf Spotify irgendwie hochhebenderweise einen Link setzen. Man kann ja auch mal auf sein Deezer-Profil verweisen oder Apple Music zum Beispiel oder YouTube, der Kanal. Unglaublich wichtiger Faktor. Man bedenke, fast alle YouTube-Music-Playlisten sind algorithmusbasiert. Da hocken noch keine Redakteure und entscheiden. Das meiste, was hier passiert, ist komplett aufgrund von algorithmischen Entwicklungen. Und man muss natürlich auch abwägen, dass YouTube und Spotify natürlich auch eine der schlechtesten Bezahler sind, da ist Apple und Amazon und so weiter stärker. Mhm. Deswegen, ich würde immer schauen, einen guten Mix zu finden. Ich würde alle Portale immer wie in einem Dashboard, deswegen empfehle ich Chartmetric zu nutzen, ja, würde ich immer wirklich mein Augenmerk darauf richten, dass das komplette Dashboard in der Kontrolle ist und wo es halt hakt, würde ich nachbessern. Mhm. Wir machen das auch nicht anders hier. Egal, ob es ein kleines Thema ist oder ein größeres Thema ist. Ich messe immer gleich, ich vergleiche und ich schaue, dass ich immer optimiere und wir schauen, dass wir, wenn wir zum Beispiel Social-Media-Kanäle für unsere Kunden mitbetreuen oder consulten, dass wir natürlich überall unsere Rädchen nach oben drehen können, was am Ende dazu führen wird, insgesamt zu wachsen. Perfekte Antwort. Da eine kleine Nachfrage. Wenn du gesagt hast, du schaust dir die verschiedenen Kanäle an, merkst, bei manchen funktioniert es nicht, bei manchen besser. Bist du trotzdem der Meinung, dass man mal blöd gesagt, für immer jeden Kanal möglichst weit pushen sollte? Oder gibt es irgendwie einen Punkt, wo man sagt, hey, vielleicht ist das einfach nicht meine Plattform, vielleicht sind da einfach nicht die Leute, die ich erreichen will, demnach funktioniert es nicht und ich lasse einfach eine Plattform jetzt nicht unbedingt hinten runterfallen, aber ich fokussiere mich einfach auf die gut funktionieren? Oder sagst du einfach versuchen, alles möglichst gleich irgendwie voranzupushen? Also da, wo es besser funktioniert, würde ich natürlich mein Hauptaugenmerk drauf richten. Das ist klar. Das ist allein daher schon geschuldet, welche Art von Musik das man macht. Denn wenn ich zum Beispiel deutschsprachige Musik mache, dann im Vergleich zu Beispiel englischsprachigen Themen bekommt Twitter eine ganz andere Bedeutung.
Ja, bei uns hat Twitter einfach nicht den Stellenwert wie in Amerika oder in England. Ja. Wenn ich halt mit deutschsprachigen Texten komme, dann muss ich wissen, dass ich da bei Twitter halt weniger pumpen kann. Dazu muss ich auch überlegen, in welche Zielgruppe habe ich denn? Denn die muss man wirklich gut kennen. Wer könnte sich denn für meinen Sound interessieren? Und dann ist es plötzlich so, sagen wir mal, man macht Adult Contemporary Sound, dann hinkt man natürlich mit Instagram eher hinter Facebook, als wenn man jetzt jugendliche Musik, irgendwas zeitgeistig, frisch, jugendlich, maximal 25-Jähriges in der Zielgruppe macht, dann bin ich natürlich bei Instagram noch besser aufgehoben. Also ich muss in jedem Fall wissen, wer kann sich für meine Musik interessieren. Man muss das auch sehr realistisch, und da ist oft ein Problem bei Künstlern, einschätzen, wo kann denn die Reise lang gehen. Ja, deswegen tun sich natürlich englischsprachige Themen leichter, wenn sie auf alle Kanäle schielen. Wenn ich jetzt auch gar nicht die zeitliche Kapazität zum Beispiel habe und ich mache deutschsprachige Musik, dann kann ich mir sehr wohl überlegen, Twitter vom Tisch fallen zu lassen zum Beispiel. Oder stiefmütterlicher es zu behandeln. Muss aber wissen, mache ich jugendlichen Sound, hat sicherlich Instagram mehr Priorität für mich als Band oder als Solomusiker, als das Facebook hat. Und umgekehrt. Okay, also quasi alles betrachten, bewerten, ob es funktionieren könnte oder nicht, und dann mehr oder weniger alles mitplätschern lassen und auf die, wo es wirklich gut geht und die auch entsprechend der Zielgruppe dann entspricht, da wirklich dann das Hauptaugenmerk drauf legen. Absolut. Und deswegen ist es auch wichtig, wirklich nachhaltig, ständig seine Statistiken zu checken. Mhm. Ob das jetzt Facebook, Instagram, die Insights sind, das sehe ich ja im Endeffekt. Wer interessiert sich für mich? Ja, und aufgrund von diesen statistischen Zahlen, und ich meine, Musikmarketing anno 2020 hat wahnsinnig viel mit Statistik zu tun. Denn, wie vorher auch gesagt, wahnsinnig viel basiert auf algorithmischen Entwicklungen. Ja, und ich muss meine Zahlen kennen, ich muss meine Zielgruppen kennen. Und dann kann ich praktisch überlegen, wo forciere ich etwas? Ich kann ja zum Beispiel relativ leicht, wenn ich bei Facebook eigentlich Gas geben will und hinke danach, kann ich auch mal, Zauberwort, Reichweite mit gesponserten Meldungen von wirklich guten Posts oder Content-passenden Posts machen. Mhm. Im Vergleich dazu würde ich zum Beispiel immer wahnsinnig davon abraten, die Seiten selbst mit gesponserten Meldungen zu versehen, weil dann kriegst du die Fans, die du auf gar keinen Fall brauchen kannst, außer du willst den Tod deines Algorithmus. was bei Facebook ja sehr bekannt ist, die Followerwachstum, das geht meistens richtig in die Hose. Dafür würde ich grundsätzlich komplett abraten. Aber ganz genau anschauen, wo will ich weiter wachsen, und dann probiere ich entweder Promotion bei Instagram oder gesponserte Meldungen bei Facebook aus und schaue, dass ich da auf mehr Reichweite komme. Denn Reichweiten bedeutet wieder algorithmisch zu wachsen und zu nach oben zu kommen. Geht aber nur, da komme ich nochmal auf den Anfang zurück, wenn meine Profile optimiert sind. Deswegen immer kontrollieren, Facebook, Insta, Twitter, YouTube. Bei YouTube perfekte Basis mit YouTube Studio. Man sieht ganz genau, wo was passiert, wo kommt was her, selbst von den Devices sieht man. Mhm. Wer schaut denn mein Thema eigentlich an? Welche Zielgruppen habe ich? Ja? Und da arbeiten wir bei uns intern natürlich auch viel mit YouTube Ad-Kampagnen. Wobei wir uns da von der klassischen AdSense-Buchung weit distanzieren, weil wir das manuell arbeiten und ständig Feintunings unserer Kampagnen selbst machen, um einfach die Zielsetzung, die man hat, wirklich viel besser erreichen zu können, um die Streuverluste minimieren zu können. Denn Beispiel YouTube, eine klassische AdSense-Schaltung mit, ich sage immer gerne, Schublade einmal auf, Keywords grob einstellen, laufen lassen, Tagesbudget. Am Ende des Tages bringt es dir zwar Zahlen nach oben, aber View ist nicht gleich View, Stream ist nicht gleich Stream. Ich will die Zielgruppe treffen. Ja. Und ich muss eh in so schwierigen Zeiten, wie wir es jetzt haben, schauen, dass ich das Geld, das ich einsetze, natürlich effizient und streuverlustarm einzusetzen. Ja. Und wenn mir das gelingt, schaffe ich immer Wachstum.
und habe natürlich dann auch mehr Spaß an dem ganzen Zahlenwerk, wenn man sieht, dass grüne Pfeile statt roten Pfeilen. Was kann denn ein Musiker, um jetzt, du hattest vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, aber jetzt so ein bisschen darauf nochmal verstärkt eingehen, was kann denn in deinen Augen ein Musiker selbst relativ einfach umsetzen, um speziell eben auf Spotify die Reichweite zu steigern? Du hattest jetzt vorhin eben gesagt, Profile aktuell halten, vielleicht diesen Artist-Pick verwenden. Was fällt dir da noch irgendwie was ein, was man da praktisch relativ einfach selbst umsetzen kann? Ganz einfache Dinge wären zum Beispiel eigene Userlisten zu erstellen. Das kostet nur Zeit, aber kein Geld. Und das kann man sehr clever anstellen. Man kann zum Beispiel, sagen wir mal, es geht um eine Alternative Rock Band. Dann packt die von mir aus, sagen wir mal, die Band heißt bla bla bla. Dann ist praktisch bla 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 was influenced by, könnte eine Liste heißen. Oder bla 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 shared stages with. Und da kann man so Sachen reinpacken, die in einen Kontext passen. Ja? Wo man sagen kann, ich route mich jetzt schon mal mit den richtigen Bands, ähnliche Künstler und so weiter zusammen. Und gleichzeitig wird es mir dadurch gelingen, dass diese ähnlichen Künstler, die könnten ja auch aus der Region jeweils, wo man her ist, stammen, man könnte sich austauschen. Man kann es, wenn mehrere Bands sowas machen wie Playlisten, Adamant Music macht das ja auch mit den mit der Local-Liste oder mit den Sunday Tunes, glaube ich, heißt eine Liste, mit Neuerscheinungen und so weiter. Das sind alles perfekte Ansätze, die kein Geld, aber nur in Anführungszeichen Zeit kosten. Und wenn ich hier clever die Band setze, das können größere sein, das können kleinere regionale sein, dann route ich meine eigenen, ich nenne es gerne Gene in diesen Streaming-Portalen, wie bei Spotify, gleich mal richtig. Denn man muss immer auch schauen, welche ähnlichen Künstler habe ich. Wo entstehen Relationen? Und das kann ich wirklich durch eigene Listen wunderbar beeinflussen. Dann kommen nämlich, und das ist genreabhängig, je nachdem, welche Musik man macht, gibt es mal proaktivere Genres und es gibt natürlich auch, ich sage es ganz gezielt, faule Genres. Ja? Wo man sieht, wie ist denn eigentlich die Community? Ist es ein Miteinander oder kocht jeder sein eigenes Süppchen? Mhm. Ich lobe hier immer sehr, sehr gerne die Neoklassiker und die Ambient-Leute, die sich unglaublich unterstützen und dadurch auch, und wir beobachten das ja durch unsere, wir haben auch zwei Listen in dem Segment, wir haben die Piano Dreams und wir haben Relaxing Instrumental Songs und wir sehen, wie unglaublich proaktiv diese Szenen sind. Wir sehen dann auch, wenn wir die Titel, die wir zum Beispiel, auch, weil sie uns gefallen haben, auf Listen nehmen, das Quid pro Quo wird dann erfüllt, weil im Gegenzug werden dann unsere Listen wieder in den Social-Media-Kanälen der Künstler gefeatured, die sich dann bedanken, weil sie auf die Listen kommen und so weiter. Mhm. Und dieses Prinzip führt wieder zu Wachstum. Es kostet, wie gesagt, kein Geld, nur Zeit. Man muss immer bedenken, passen die Künstler zusammen, passen Moods zusammen, also Stimmungen, passen Genres zusammen. Und wenn man das beachtet und Stück für Stück aufbaut, dann hat man Wachstum. Dann wachsen die eigenen Listen und die eigene Marke wächst natürlich auch. Und um es zu kontrollieren und zu vergleichen, nimmt man am besten entweder seine Insights in den Kanälen oder allübergreifend zum Beispiel Chartmetric. Schwieriges Thema, Cross-Promotion in Deutschland. Ich glaube, da könnte man noch eine Stunde weiterreden. Ich würde sagen, noch schwierigeres Thema, Miteinander. Ja, leider, leider. Aber da liegt der Hund begraben. Je mehr ich mit anderen tun, denn hier klaut ja keiner einem Sales. Im Streaming klaust du ja nicht dem anderen Streams. Hier ist das Ziel, oder das Ziel sollte unbedingt sein, sich gegenseitig zu befruchten. Ja, wie gesagt, schwierig. Ich sehe das ganz krass. Also gerade Deutschland, ich finde, allein der Vergleich Deutschland-Österreich ist schon krass. Wenn du siehst, wie sich österreichische Musiker supporten und dann eben, wie du es schon gesagt hast, in verschiedensten Genres mehr oder weniger, aber Deutschland ist da ein schwieriges Pflaster. Ja, ich sehe das auch an der Proaktivität auf Listen zu wollen von verschiedenen Genres. Wenn ich jetzt bei uns schaue, wir kriegen, ich sage mal, zwischen 5 und 10 Submissions am Tag für im Kern 3-4 Listen. Die am beliebtesten sind. Und die Genres könnten nicht weiter auseinander gehen. Es sind die Neoklassiker, Ambient-Leute, die sind am proaktivsten. Und dann kommen eigentlich schon die Punkrocker.
Wir haben eine angenehm wachsende Skatepunk-Liste. Da entsteht Ähnliches. Da gibt es auch Foren auf Facebook und so weiter, Community-Foren, Musiker-Foren, wo man auch in den Genres wachsen kann, wo teilweise sogar Listen, Kuratoren neue Themen suchen. Da muss man rein. Da muss man sich austauschen, da muss man miteinander arbeiten. Und da sehen wir eben allein, wie gesagt, von den Bewerbungen her hier ganz klare Unterschiede. Ich muss aus unserer Erfahrung sagen, das werden jetzt wahrscheinlich die Mainstreamer nicht so gerne hören, aber so ziemlich am wenigsten aktiv sind Popmusikleute. Bei Hip-Hop-Rap kann ich nicht mitsprechen, das ist kein Thema, kein Segment, das wir bedienen. Aber so im handgemachten Musikbereich, Pop, Mainstream, ganz phlegmatisch. Und je nischiger, aber je wertiger es dann auch wird, siehe Neoklassik zum Beispiel, da passiert unheimlich viel und da geht was. Und plötzlich sehen wir Themen, die wir bei uns mal gesetzt haben, ein Jahr später auf einer Peaceful Piano von Spotify. Und warum? Weil sie stoisch sich gegenseitig unterstützen und wachsen. Und wenn man natürlich wächst, kommt man wieder auf die Radare sowohl der Kuratoren als auch natürlich der Algorithmus-Checker. Ob das jetzt Spotify oder Deezer oder YouTube ist, spielt jetzt mal keine Rolle. Ich verweise aber nochmal drauf, alle Plattformen berücksichtigen und Crossover-Wachstum in Plattformen oder Plattformübergreifendes führt immer dazu, dass die Musiker, die Bands weiterkommen. Wenn man das nicht beachtet und von mir aus nur auf ein Pferd setzt, wird so sein wie beim Auto, auf einem Reifen kann ich nicht fahren. Oder MySpace. Oder MySpace, genau. MySpace ist super. Alles auf MySpace und dann wird es an Rupert Murdoch verkauft. Ja, alles dann, ist tot. Genau, einmal Finger schnippen und weg. Ja, ganz genau so schaut es aus. Deswegen, eine Dashboard-Funktion ist Gold wert. Ich empfehle deswegen, und ich habe davon, muss ich sagen, auch wenn ich es jetzt wieder erwähne, ich habe davon nichts, aber ich sehe es als in der Eigennutzung, Chartmetric ist einfach ein gutes Tool. Man sieht es, man kann sich die Sachen anschauen, man kann sich auch ähnliche Künstler anschauen, was passiert denn da und so weiter. Man kann sich Playlisten anschauen, was passiert da. Und das sollte man sich unbedingt damit beschäftigen und es unbedingt nutzen. Und wir hier nutzen es wirklich täglich mehrfach. Ja, schwieriges Thema, wie gesagt. Also wäre schön, wenn man sowas etablieren kann. Ich glaube, da muss man aktiv an die Sache herangehen und versuchen, echt da so ein bisschen eine sich gegenseitig unterstützende Community aufzubauen. Dann, das würde vielen weiterhelfen. Aber mal schauen. Absolut. Es gibt auch noch einen Punkt, der hier ganz wichtig ist. Das wird von den meisten Künstlern komplett ignoriert. Wahrscheinlich auch wegen Unwissenheit. Es ist sehr wohl von großer Relevanz, welchen Aggregator ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich will 100% meiner Erlöse, ich lasse deswegen nur auf TuneCore als Beispiel. Ja? Meine, jede Plattform hat ihre Berechtigung. TuneCore und gibt ja noch andere Uploader, ermöglichen es ja theoretisch jedem, seine Werke zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ein gravierender Unterschied natürlich, ob ich meine Werke nur zur Verfügung stelle oder gibt es Aggregatoren, die auch Selbstproaktivität zeigen, ja, die mir vielleicht auch mal etwas pitchen können. Nicht nur über ein Spotify for Artists. Das ist natürlich auch dann mal größenabhängig, wie viel generiert man schon, wo hat man bessere Karten, denn normalerweise kriegst du bei den großen Vertriebsfirmen als Band selbst kaum einen Deal. Als Label mit mehreren Katalogveröffentlichungen schaut es da schon besser aus. Aber ich weise ganz klar darauf hin, es gibt gravierendste Unterschiede je nach Aggregator. Und man sollte für sich genau abwägen, wo man sich hinplatziert. Viele Musiker sehen wir immer wieder mal, wenn wir Newcomer-Gespräche führen, haben die Meinung, ich summiere mal zum Schluss auf, ich habe lieber 100% von 0 Euro als am Schluss vielleicht 60% von X. Und dann nehme ich doch eigentlich lieber den kleineren Share von einem großen Kuchen als 100% vom leeren Teller. Das ist wahr. Das geht auch schon mit Services los. Ich erinnere mal zum Beispiel an so Sachen wie vielleicht Pre-Saves
auch von Spotify. Da bieten ja verschiedene Firmen ihre Tools an. Manche dieser Aggregatoren bieten das gar nicht an. Es sind aber sehr probate Tools, ja, wo man sagen kann, da kann ich auch die Community weiter aufbauen. Beispiel, man bestellt sich die Single auf Spotify vor, auch wenn sie gar nicht physisch oder als MP3 da ist. Aber wenn ich das schon vorbestelle und so ein Tool nutze, das mir mein Aggregator bietet, dann kommt automatisch halt bei der Veröffentlichung das in seine Bibliothek. Ja. Ja. Das sind kleine Sachen, aber am Ende des Tages machen die kleinen Schritte die große Reise aus. Oder zum Beispiel Kardinalsproblem. Eine Band heißt genauso wie ich, mein Song landet am falschen Profil oder umgekehrt. Das zu trennen, ist ganz kann man natürlich selbst auch machen, man kann das reklamieren, aber wenn ich halt echte Menschen zum Beispiel bei einem Vertrieb habe, ist es besser als eine E-Mail-Antwort oder gar keine Antwort. Hm. Weil dann bin ich halt irgendwann verratzt. Und wenn ich halt falsche Profilsongs habe, das passiert aktuell noch. Es wird sich ändern, weil Spotify die Spotify-IDs für die Künstler nach und nach einführt und zur Pflicht macht. Dann kann es diese Profilverwechslungen jetzt, die vor allem bei Spotify, aber auch bei anderen stattfinden. Wir haben das auch bei Apple und Deezer schon gesehen. Ja? Dann passiert das nicht mehr. Aber all das bringt mir auch bei Verwechslungen Riesenprobleme. Denn man stelle sich einfach mal vor, hier heißen zwei Künstler, haben den gleichen Namen, machen aber ganz unterschiedliche Sounds, dann habe ich ein ähnliches Künstlerproblem zum Beispiel. Hm. Der andere Künstler hat das gleiche in grün als Problem. Erfahrungsschatzmäßig kann ich sagen, dass sich von 10 Künstlern 7 gar nicht um das kümmern und gar nicht wissen, dass sie niemals, wenn sie das durchziehen, die richtigen ähnlichen Künstler zugeordnet bekommen. Und wenn man weiß, dass Spotify auch mit Genre-Definition arbeitet, man kann es auch in Chartmetric verfolgen, wie man praktisch, ich nenne es mal, klassifiziert ist. Da muss man halt genau aufpassen, wo die Reise lang geht. Mhm. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, auch den Aggregator freier zu wählen, das geht natürlich nicht bei jedem Act, ja, dann sollte man hier ein ganz, ganz starkes Augenmerk drauf legen, wo kriege ich denn auch vielleicht echte Menschen am anderen Ende der Leitung. Das sind immer die besseren Lösungen, als einfach nur Upload-Systeme. Das ist doch mal ein Wort. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, da will ich aber gerne noch mal so ein bisschen einhaken. Wie bekommt man denn die eigenen Fans von Social Media auf Spotify, Apple Music etc.? Weil einfach nur den Link posten reicht ja heutzutage meistens nicht mehr aus, wirkt dann eher ein bisschen wie Gespamme. Braucht es hierfür irgendwie gesonderte Marketingkampagnen, irgendwelche Gewinnspiele, was auch immer? Wie gehst du an diese Sache heran? Immer mit der Zielsetzung, dass die Conversion steigt, sind Gewinnspiele toll. Verlosungen, Streaming-Gig in Zeiten von Corona, vielleicht irgendwie in einer geschlossenen Gruppe, was auch immer. Du kannst teilnehmen, wenn du mir auf Spotify folgst oder wenn du auf YouTube hier likest und so weiter. Dieses Quid pro Quo, das Geben und Nehmen ist hier sehr, sehr wichtig. Man muss auf alle Fälle den Fans zeigen, dass man nicht nur nehmen will. Social Media, egal ob Musik oder nicht Musik, funktioniert immer im gegenseitig geben und nehmen. Mhm. Viele Bands machen das kardinal falsch und wollen immer nur fordern. Der Schuss geht nach hinten los. Wenn man sich kreativ überlegt, und auch das kostet nichts, wie kann man denn die Leute animieren? Oder zum Beispiel alle Follower, alle Kanalabonnenten auf YouTube kriegen Gästelisteplätze bei der Release-Party. Was auch immer. Man kann sich alles ausdenken. Man muss nur immer sich überlegen, geben und nehmen. Nicht nur immer fordern. Wer nur fordert, wird schnell unbeliebt und verliert auch seine Follower. Das stimmt. Das heißt einfach überlegen, was kann man kreativ den Fans irgendwie bieten als in Anführungszeichen Gegenleistung für den Klick, dass sie wo auch immer folgen. Absolut. Ich meine, dass hier Leute, die Kultur unterstützen wollen, ja da sind, sieht man erstens mal an den aktuellen verschiedenen Projekten, die in Zeiten von Corona aktiv sind. Man sieht es aber auch schon länger natürlich an dem großen Erfolg von Crowdfunding-Kampagnen.
Denn da sieht man ja auch wirklich, dass Menschen einen unterstützen wollen. Ja? Und da hier die Offenheit da ist, es ist ja auch hier ein Geben und Nehmen im Crowdfunding. Jemand unterstützt mich und dann kriegt er halt von mir aus die CD vor oder die Schallplatte vorab handsigniert, was auch immer. Ich kann mir alles Mögliche überlegen. Wichtig ist Interaktivität. Conversion muss passen. Hier muss ich was tun. Ich muss einfach Kreativen haben. Die müssen nicht mal was kosten. Sie müssen nur interessant sein. Ich hätte abschließend noch eine Frage an dich. Da bist du mit Sicherheit, zwar eine schwierige Frage an den Promoter, aber ich glaube, da bist du der richtige Ansprechpartner. Ab wann macht es denn in deinen Augen Sinn, einen externen Promoter zu engagieren und wie kann man hier den richtigen finden? Weil es da ja zigtausend verschiedenste Anbieter gibt, die manchmal seriöser sind, manchmal eher weniger. Wie findet man den richtigen und ab wann macht es Sinn, das Ganze an den Externen abzugeben und nicht mehr selbst zu stemmen? Man muss genau wissen als Band, wo steht man denn so am Markt? Wenn man jetzt totaler Newcomer ist, würde ich erstmal, bevor man irgendwelchen Promoter, egal aus welchem Genre, Genre heißt jetzt für mich Pressepromoter, Online, Radio, was auch immer, bevor man hier aktiv wird, muss man mal schauen, dass man zumindest schon mal eine kleine Community hat, ein kleines Following und man muss immer, und es zählt egal ob klein oder groß als Act, man muss immer schauen, dass die Qualität stimmig ist des Produktes. Ich möchte jetzt mal aus unserem Erfahrungsschatz sagen, dass es immer sinnvoll ist, bei einem guten Produkt über Online nachzudenken. Klassische, witziges Wort, klassische Online-Promotion. Denn die Blogs, die E-Signs und so weiter und so fort, die sind wahnsinnig hilfreich und leichter zu knacken als natürlich ein Public Radio. Ja. Du hast, wenn du gute Qualität hast und selbst wenn es eine EP ist, als Singles würde ich davon abraten, aber ab einer EP oder ab einem Album würde ich immer über Online-Promotion nachdenken, wenn zumindest eine kleine Community schon mal da ist, die auch mal Beiträge liked, shared und so weiter. Denn dann passiert eins, man kriegt womöglich aufgrund von einer Platzierung in einem Online-Magazin, von mir aus ein größerer Blog oder so, kriegst du ja durch die Backlinks eine Verbesserung deiner SEO. Ja? Und alles, was SEO-fokussiert dich verbessert, wird dazu führen, dass du algorithmisch wieder wächst. Unabhängig von dem, dass viele Bands immer meinen, weil sie was promoten, verkaufen sie auch was. Ja? Das ist jetzt nicht im Endeffekt der Fall. Das kann passieren, aber nur mit der Community im Endeffekt. Ja, ganz wichtig zu wissen, dass man hier, dass man hier Dinge macht, die der Markenbekanntheit entsprechend passen, ja, und dass man hier sich definitiv richtig einschätzt als Künstler, also nicht überschätzt, dazu neigen Bands natürlich sehr, sehr gerne, und dass man hier definitiv mal googelt oder andere Bands befragt, welche Erfahrungen haben sie gemacht, zum Beispiel mit Promotern. Ich selbst empfehle auf alle Fälle in jedem Fall, dass man, wenn man mal, ich sag mal zumindest mal eine kleine Community von 200, 300 wirklich echten Followern auf Facebook, auf Instagram und so weiter hat, dass man hier erste Chancen hat, wo man auch Feedbacks aus zum Beispiel Online-Promotion kriegen kann. Da muss man nicht bei der Null stehen, weil wenn man komplett anfängt, würde ich davon abraten. Da würde ich Song für Song vorgehen und erstmal eine Community aufbauen und dann Stück für Stück zu Produkten, wie beispielsweise eine Debüt-EP oder ein Debütalbum zu machen. Dann ist ja schon ein bisschen was passiert. Ja. Und dann kann man abwägen, natürlich, wir bieten diese Dienstleistung als Product Manager ja auch im Endeffekt mit an und haben ein großes Netzwerk an Promoter, mit denen wir arbeiten in den verschiedenen Bereichen und in den verschiedenen Größen, wo wir natürlich als professionelle Agentur abwägen können, wer passt denn eigentlich zum Thema, wer passt von der Größe, wer passt vom Budget. Denn das sind alles natürlich Faktoren, wo man sich überlegen kann. Man sollte als kleine Band
sich den Traum definitiv erstmal streichen, auf den großen Radiosendern zu laufen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre vermessen, hier etwas zu tun, zu buchen für viel Geld, weil Radiopromotion sehr teuer ist, ähnlich wie Fernsehen. Man sollte wirklich erstmal überlegen, kleine Brötchen von online, dann vielleicht auch mal einen kleinen Printverteiler. Das kann man mit jedem Promoter besprechen. Man muss nicht immer gleich die nationale Komplettkeule fahren. Man kann auch mal vielleicht eine Regionalpromo machen. Ja, wenn man aus München oder aus Berlin ist, kann man mal checken, vielleicht nur mal mit einer Release-Party die Startmagazine anzugehen zum Beispiel. Ja, auf alle Fälle kreiert man wieder Ergebnisse und diese Ergebnisse hat man wieder im Endeffekt als Futter dann für Social Media. Und wenn du Futter für Social Media hast, hast du wieder Wachstum. Es ist ein ständiger Kreisel. Es ist natürlich vor allem für unbedarfte, total unbekannte Acts ganz schwer, den richtigen Promoter zu finden. Braucht man nicht reden. Man sollte es wirklich abwägen und mal schauen, wer hat denn aus dem Umfeld schon mal mit Leuten gearbeitet. Wenn man hier es wirklich als Allein-Ding durchziehen will, oder man hat natürlich Möglichkeiten, wie wir es als Service anbieten, dass wir sagen, wir bieten den Kunden schlüsselfertige Lösungen im übertragenen Sinne und bauen ihnen anhand von ihrem Bekanntheitsgrad und ihrer Zielsetzung die Lösungen zusammen, die sinnvoll sind. Aber es ist ein heikles Thema. Es ist ein heikles Thema. Man kann ja auch an Leute kommen. Es gibt leider schwarze Schafe, die halt dann sagen, gut, Newcomer hat keine Ahnung, ich verlange jetzt mal 10.000 Euro für ein PR-Paket, wobei am Ende des Tages das hinten und vorne einfach nur den Promoter finanziert, ohne Kollegen hier zu nahe zu treten. Das kommt vor. Ich muss aber sagen, die meisten sind sehr, sehr fair. Man darf aber vor allem jetzt in Corona-Zeiten nicht vergessen, dass auch natürlich viele PR-Kollegen ganz klar auch darunter leiden, dass Bands keine Budgets mehr haben. Und da kann man natürlich im Worst Case auch mal vielleicht in eine Falle laufen. Einfach nur, man muss vorsichtig sein, man muss abwägen, man kann auch Referenzen der Agenturen anschauen. Als Newcomer sollte man jetzt nicht auf die Idee kommen, mit den Marktführern zu arbeiten, weil es nichts bringt. Wenn ein Agent generell nur Top 20 Themen lanciert und promotet und den kalt akquirieren will für sich, für die Promotion, wird man erstens mal, wenn er einen überhaupt nimmt für die PR, sicherlich auch viel zu viel Geld wahrscheinlich am Ende des Tages bezahlen für etwas, das man eigentlich als Band überhaupt nicht braucht. Deswegen ist es immer wichtig, selbst sich richtig einzuschätzen, sich zu informieren und dann abzuwägen, wo kann man denn etwas tun. Aber man muss wirklich wissen, wo stehe ich als Band und wo haben wir eigentlich Chancen überhaupt. Und ich betone es nochmal, 90% aller PR-Kollegen, auch mit denen wir, die wir kennen, 100% deren, mit denen wir arbeiten, sind alle fair, gibt es überhaupt kein Thema. Aber speziell bei einer Kaltakquise würde ich generell nicht die Hand ins Feuer legen, wenn du weißt, was ich meine. Es ist ein schwieriges Thema, es ist eines der schwersten Themen auf alle Fälle. Ja, also ich glaube gerade dieses Einschätzen, wann macht es für eine Band selbst Sinn und wann nicht und dann vor allem als im Normalfall Newcomer, der noch nicht mit dem Promoter zusammengearbeitet hat, da wirklich herausfiltern, macht derjenige gute Arbeit, passt da gegebenenfalls auch zum Genre. Ich gehe mal davon aus, dass selbst ein Radiopromoter nicht jedes Genre abdecken kann. Ganz genauso schaut's aus. Ganz genauso schaut's aus. Also schwieriges Thema, aber du meinst schon, dass es nach wie vor, also ab einem bestimmten Level sozusagen, dass es definitiv Sinn macht, da auch noch Externe mit an Bord zu holen. Ich würde es dringend empfehlen sogar. Denn man wird eines nicht schaffen. Man kann ein paar kleine Sachen selbst schaffen in der Promotion. Man kann vielleicht den einen oder anderen Blog überzeugen, dass er ein Review macht. Geht alles. Aber man kann nicht erwarten, in jedem Stadium Geld wieder sinnvoll, das, was man zahlen muss, was ja nicht wenig Geld ist, dass das auch wieder mittelfristig zurückkommt. Ja, man sollte aber, wenn man wachsen will, und ich kann jetzt nur mal aus unserer Perspektive und unserer Erfahrung sprechen, wir haben auch einiges an Debütanten,
die wir halt dann mit ganz kleinen Paketen versehen. Ja, wo man definitiv, wie soll ich sagen, überschaubar der Größe entsprechend agiert und vielleicht nur einen kleinen Mix aus allem ansetzt. Aber auch das ist genreabhängig. Es gibt Genres wie zum Beispiel Popmusik, ja, die im Endeffekt zum Beispiel für eine Online-Promotion meistens komplett ungeeignet sind. Außer vielleicht, es gibt einen regionalen Bezug, wo der Blog oder das E-Sign halt gerade her ist. Mhm. Ja. Aber je nischiger es wird oder sagen wir mal rockiger oder metallischer, dann steigen auch die Chancen auf Reviews zum Beispiel für eine EP oder für ein Album. Mhm. Das ist halt einfach auch der Blogger-Szene geschuldet. Alles, was Indie, Rock, Metal, was auch immer ist, da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten, als wenn du jetzt mit einem Dua Lipa Pop Super Mainstream Ding kommst. Weil dann schaut es meistens ganz schlecht aus mit den Features. Das sind noch wunderbare Abschlussworte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Michael. Ich glaube, dass hier wirklich viele einiges mitnehmen konnten und jetzt hoffentlich auch sehr viel in die Tat umsetzen, gerade so die Grundlagen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, da gibt es viel Nachholbedarf und ich meine, an den Ergebnissen sieht man ja, es bringt was. Also unbedingt umsetzen. Danke dir. Sehr gerne und wie gesagt, es gibt immer das Wichtigste, was man tun kann, das zum Abschluss, immer schauen, wo steht man. Immer sich ausmessen, ich sage gezielt messen, weil das alles messbar ist, Statistiken anschauen, auch wenn man kein Freund der Zahlen ist. Aber hier liegt praktisch der Hebel zum Erfolg oder zum Misserfolg oder zum Wachstum oder Nichtwachstum. Mhm. Man muss immer schauen, dass man wirklich sich richtig einschätzt. Das ist das A und O. Perfekt. Danke dir, Michael. Sehr gerne, Yannick. Das war die 8. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass du hier für dich einige Informationen mitnehmen konntest, die du jetzt direkt umsetzen kannst, um deine Musikkarriere voranzubringen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit anderen Musikern, die davon profitieren könnten und folg unbedingt Adamant Music auf YouTube und den Social Media Kanälen. Dort gibt's regelmäßige Inhalte für deine Musikkarriere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.